Jungs, ich erzähle euch heute drei Geheimnisse über Mädchen, die ihr 100% nicht wusstet. Und Mädchen, bleibt dran und sagt, ob sie stimmen. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pervers, aber wir ziehen jedes Mal nach dem Haarewaschen Haare aus dem Po. Sie sagt das so süß, aus dem Po. Ja, mein Lieber, das war ein Geheimnis, das in der Tat mir auch gar nicht so, so direkt in den Sinn gekommen ist, weil meine Freundin hat ganz kurze Haare. Ich habe bisher immer auf Frauen mit kurzen Haaren gestanden. So, das weiß ich gar nicht so sehr, aber das ist auch nicht das Geheimnis, was du jetzt noch von uns erfahren wirst. Denn viele Männer haben keine Ahnung, was Frauen vor ihnen geheim halten. Aber wenn sie wissen würden, was wir in diesem Video dir erzählen, dann würden viele Männer es viel leichter haben, Frauen zu verführen. Ob es am Arbeitsplatz ist oder die Frau in deinem Freundeskreis, eine Mitkommilitonin, völlig egal. Also, in diesem Video werden wir dir gleich 5 Geheimnisse von Frauen mitteilen, die in der Tat dein Flirtverhalten und deine Erfolgschancen drastisch nach oben schrauben werden. Schau es dir bis zu Ende an. Die meisten Männer, die werden nie in den Genuss kommen, überhaupt zu wissen, wovon wir hier reden werden. Und dann wirst du einen enormen Vorteil gegenüber anderen Männern haben. Also, die 5 Geheimnisse, die Frauen vor dir heimlich versteckt halten. Jetzt. Mein Name ist Andy Friday. Ich bin der Flirtcoach für Männer mit Herz. Ich mache das seit über 10 Jahren und bringe Männer dahin, dass sie mit der Frau, auf die sie schon lange stehen, aber immer nur in der Friendzone waren, endlich zusammenkommen können. Das kannst auch du schaffen. Und deswegen legen wir los mit dem allerersten Geheimnis. Makako, bitte. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen, einen englischsprachigen, wo versprochen wird, dass der Code geknackt worden ist von den Dingen, von den Geheimnissen, die Frauen vor uns geheim halten. Hast du Bock, sie dir anzuhören, Andy? Ja klar, schieß los. Lass uns den allerersten hören. Den großen Code. Code Nummer 1. Die meisten tun so, als wären sie schwer zu bekommen. Aber sie sind eigentlich leicht zu bekommen. Das ist ein Code? Das ist ein Geheimnis. Den Frauen vor Männern geheim halten. Dass sie eigentlich leicht zu bekommen sind, aber so tun, als wären sie schwer zu bekommen. Okay, das müssen wir gar nicht so gemein darstellen oder so platt darstellen. Ja, ich glaube, was viel näher an der Wahrheit ist und auch viel angenehmer zu erfahren, die meisten Menschen, und darunter gehören auch Frauen, sind viel leichter anzusprechen und mit ihnen zu connecten, als wir eigentlich glauben. Und das ist die Wahrheit, ja. Wir sehen es im Coaching jeden Tag. Wie Männer zu uns kommen, am Anfang total nervös sind und sich einfach nur eine Platte machen, weil sie total ängstlich davor sind, wie es doch ist, einen komplett fremden Menschen anzusprechen. Aus dem Grund gehen wir auch am Anfang gar nicht auf fremde Menschen zu im Coaching. Ja? Das Erste, worauf es ankommt, ist zunächst mal, dass du dir überhaupt bewusst wirst, dass du schon längst attraktiv bist und dass Frauen und andere, die du nicht kennst, dich kennenlernen wollen. Das heißt, wie bringen wir dir das bei? Wie kannst du das selber erfahren, dass du schon längst attraktiv bist, dass du schon längst begehrenswert bist, dass Frauen dich kennenlernen wollen? Na, das machen wir schön behütet in dem Kreis, den du sowieso schon kennst. Am Arbeitsplatz, unter Freunden, ja, vielleicht sogar mal die Frau, die du immer wieder gesehen hast, wo ihr ein paar Worte miteinander gewechselt habt, aber nicht mehr als das. Dort dann endlich an das Level zu kommen, wo sie mehr von dir haben möchte, wo sie sich mit dir treffen möchte, nach der Arbeit oder außerhalb des Freundeskreises, nur ihr zwei, auf ein romantisches Date, wo du dann mit ihr flirten kannst, mit ihr dann auch nach Hause gehst und dort dann vielleicht was kochst, was trinkst und dann auch mit ihr eine Beziehung beginnst, ja, mit ihr ins nächste Level reinspringst, mit ihr schläfst und dann die nächsten Wochen und Monate mit ganz, ganz vielen tollen neuen Erfahrungen schreibst. Und das machen wir, indem wir dir zeigen, wie interessant du eigentlich schon längst auf Leute wirkst. Das heißt, du musst gar nicht dir dieses Horrorszenario vorstellen, auf eine fremde Frau zuzugehen und sie von dir überzeugen zu müssen. Denn du hast schon längst alles in dir, erstens, um andere zu überzeugen. Frauen wollen gar nicht so sehr, dass du so besonders bist oder dass du wirklich dick aufträgst oder dass du groß bist, schlank bist, was auch immer. Du siehst gerade, meine Haare fallen immer mehr aus. Ja? Das macht mir keinen Abbruch. Was Frauen wichtig ist, dass du sie gar nicht so wichtig nimmst, gar nicht so sehr auf ein Podest stellst.
Das ist das, was die meisten Männer machen. Sie denken zunächst mal, okay, die Frau ist so besonders, ich muss mich jetzt so ins Zeug legen, um ihr zu gefallen. Und dann verhalten sie sich ganz anders, als sie eigentlich sind. Deswegen dieser alte Spruch, dieses sei einfach du selbst. Das ist so lieb gemeint, das ist auch technisch gesehen wahr, aber es ist schwierig umzusetzen, weil wie sollen wir denn wir selber sein? Was heißt das eigentlich, sei du selbst? Well, es bedeutet, dass du andere nicht anders, dass du dich vor anderen nicht anders verhältst, als du es vor deinen besten Freunden zum Beispiel machen würdest. Ja, dass du dir keine Maske aufziehst, dass du nicht versuchst, ihr zu imponieren, dass du dich nicht versuchst zu beweisen, damit sie dich mag, sondern du einfach darauf vertraust, dass sie dich schon längst mag. Ja? Und deswegen ist tatsächlich das ein Geheimnis, was kaum jemand weiß. Frauen und Männer sind eigentlich viel nahbarer, als wir glauben. Wir trauen uns meistens nur nicht, sich an ihnen anzunähern, sich an sie anzunähern. Das heißt, das Geheimnis ist, sie mag dich schon. Du darfst mit ihr reden, du darfst mit ihr auch Scherze machen, du darfst flirten, ja, all diese Sachen, was du sagen sollst, die bringen wir dir natürlich bei. Das ist ja gar nicht das Schlimme, das ist ja gar nicht so verrückt. Du weißt ja eigentlich schon längst, was du sagen sollst, wenn du diesen Filter auch im Kopf einfach mal ausschalten würdest. Wenn du dir selber erlaubst, einfach mal das zu sagen, was jetzt spontan in den Kopf kommt. Und selbst wenn das eine blöde Frage ist, ja, was war denn das Letzte, das du im Kino gesehen hast? Oh mein, das kann ich doch nicht sagen, was eine langweilige Frage. Doch, kannst du fragen. Warum nicht? Ja, einfach frei fließen. Frei fließen lassen, deine Fragen zu stellen. Dann gibt es natürlich auch noch tiefe Gespräche, die du direkt in den Smalltalk einfließen lassen kannst, wo du den Smalltalk auch komplett beiseite schieben kannst, wo du direkt in die tiefen Gespräche reingehen kannst. Das ist auch viel angenehmer. Deswegen ist es so leicht eigentlich mit Frauen zu connecten, weil Frauen ebenfalls keinen Bock haben, mit dir ewig nur auf Smalltalk-Ebene zu bleiben. Sie wollen mit dir in die Tiefe gehen, sie wollen dich kennenlernen. Und du bist es wert, du bist ein toller Kerl. Verdammt nochmal, das Schlimmste, was wir im Coaching erleben, und das sehen wir bei den Männern, die gerade immer frisch zu uns reinkommen, ist, wenn sie am Anfang noch nicht an sich glauben. Das ist aber sehr schnell fixbar. Nach den ersten Wochen merken sie dann direkt, wie attraktiv sie eigentlich auf Frauen wirken. Und dann kommen auch schon die ersten Dates. Dann schaffen sie es tatsächlich dann auch am Arbeitsplatz, die Frau dann auch zu sich nach Hause einzuladen, mit ihnen gemeinsam zu kochen. Und dann passieren ganz magische Dinge, ja. Das kannst du auch erleben. Das Erste ist, hör auf zu glauben, dass Frauen so besonders sind und dass du dich bei ihnen anders verhalten musst. Frauen wollen sich mit dir connecten. Frauen wollen mit dir in die Tiefe gehen. Und du bist genug dazu, ja. Wir gehen jetzt noch viel weiter mit den nächsten Geheimnissen, denn da werden noch viel mehr Punkte dabei sein, wo du wahrscheinlich gar nicht mal geglaubt hast, dass sie überhaupt wahr sind. Aber es ist super wichtig, dass wir diese Geheimnisse jetzt aufdecken. Also mein Lieber, was ist denn direkt das nächste, Makako? Warte mal ganz kurz, bevor ich weitergehe. Du hast gerade etwas gesagt, das hat mir sehr gefallen. Aber wenn du sagst, den Filter im Kopf ausschalten. Ich mag es, wie du das gesagt hast. Was meinst du damit genau? So, der Filter im Kopf, den wir alle haben, ist: Das darfst du nicht sagen, das ist nicht gut genug oder das möchte sie nicht hören. Das heißt, das sind alles Zweifel an deiner Qualität. Alles Zweifel daran, dass du nicht gut genug bist. Und es ist so verrückt, wie oft wir nicht daran zweifeln, dass sie nicht gut genug ist oder dass es nicht funktionieren wird, sondern wir zweifeln immer an uns als Menschen. Wir zweifeln nicht an einer Technik, nicht an unseren Fähigkeiten, mit Leuten zu reden, an unseren Fähigkeiten, in die Tiefe zu gehen. Daran zweifeln wir nicht. Und dazu hast du auch keinen Grund zu zweifeln, denn du hast es schon sehr viele Male, schon hunderte Male bewiesen, dass du mit deinen besten Freunden oder mit irgendwelchen anderen Kerlen oder teilweise auch mit Frauen, auf die du eben nicht stehst, auch sehr gut connecten kannst. Das heißt, die Zweifel sind gar nicht an deinen Fähigkeiten. Die Zweifel sind an dir. Und das sind die schlimmsten Zweifel, weil die blockieren uns. Dann können wir überhaupt nicht weiter. Das ist dann dieses Gefühl, dass du überhaupt nicht gut genug bist, um mit ihr zu reden. Dass sie einfach in einer ganz anderen Liga spielt. Ja? Das ist das Schlimmste. Wenn wir glauben, wir sind nicht mal gut genug, um überhaupt in ihrer Nähe zu sein, um irgendwie ein Gespräch aufrechterhalten zu können. Wie sollen wir das überhaupt schaffen? Das sind diese Filter im Kopf. Ich darf das nicht, ich sollte das nicht. Sie will das bestimmt nicht hören. Ja, und diese Filter, die können wir natürlich ausmachen, indem wir dir konkret sagen, was du zum Beispiel in allererster Instanz sagen kannst. Ja, da gibt es ganz viele Beispiele, wie du ein Gespräch eröffnen kannst. Da gibt es ganz viele Beispiele, wie du aus dem Smalltalk in die Tiefe gehen kannst. Ja, mit einem Einbettungssatz zum Beispiel. Das kennen die Männer bei uns in der Flirt Masterclass. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du das Gespräch aufheizen kannst, wie es so diesen sexuellen Spark bekommt, damit es nicht so langweilig ist. Das ist erlernbar.
Ja, das ist zunächst mal das Allerwichtigste, das du einfach realisieren musst. Das hat nichts mit dir als Menschen zu tun. Du bist schon längst gut genug. Und alle Menschen, die dir, und alle Männer und alle YouTube-Videos und was du dir sonst noch irgendwo reinziehen kannst, die dir sagen, dass du noch nicht gut genug bist, dass du erst noch ganz, ganz viel an dir arbeiten musst, dass du viel mehr Alpha sein musst, dass du so und so aussehen musst und dich so und so verhalten musst, die lügen alle, weil die haben selber alle Angst, dass sie nicht gut genug sind. Das ist das Verrückte. Die haben selber all diese Filter im Kopf und haben einfach den Beweis dann auch gesehen. Ich war nicht gut genug, ich habe mich erst verändern müssen und dann war ich dann gut genug für diese Frau. Und das ist das Irre. Nachdem sie sich verändert haben, haben sie angefangen, an sich zu glauben. Und weil sie dann angefangen haben, an sich zu glauben, weil sie zum Beispiel ins Fitnessstudio gegangen sind oder weil sie angefangen haben, mehr auf ihre Hobbys Acht zu geben und nicht alles für eine Frau zu tun, sondern auch mal zu sagen, weißt du was, ich habe Sonntag keine Zeit, da mache ich mein Hobby, ja, oder da treffe ich mich mit meinen Freunden. Und sie haben angefangen, endlich mal ihren Selbstwert zu erkennen. Das hat dann dazu geführt, dass sie selbstbewusster waren und dann auf einmal hat es mit Frauen mehr geklappt. Und das sind dann die Kerle, die dann sagen, aha, jetzt klappt es mit Frauen, weil ich im Fitnessstudio war, weil ich angefangen habe, auf Frauen zu scheißen und sonst irgendwelche bescheuerten Glaubenssätze, die sie da haben. Und dann wollen sie dir sagen, das ist, was du machen musst. Du musst größer sein, besser aussehen, schicker sein. Ja? Du musst aufhören, Frauen auf den Podest zu heben, was ja teilweise auch stimmt, aber sie eben komplett falsch beleuchten. Aber das, was funktioniert... Die Schlussfolgerung ist voll daneben. Genau, die Schlussfolgerung ist daneben. Das, was funktioniert hat, war, dass sie angefangen haben, wieder an sich zu glauben. Und das kannst du jetzt schon. Du kannst jetzt schon an dich glauben. Wir haben Männer bei uns im Coaching, die haben Vollglatze, die sind noch viel übergewichtiger, als ich es jemals war. Die haben nach allen objektiven Standards nicht das Ass im Ärmel gezogen. Aber sie schaffen es trotzdem. Sie verführen Frauen. Sie können das Herz von der Frau erobern, mit der sie zusammen sein wollen. Da haben wir so viele Stories von Männern. Ja? So viele Geschichten. Wir blenden dir hier mal ein paar Fotos ein von diesen Männern. Diese Männer haben ihre Traumfrau erobert. Die haben das Herz von ihr für sich gewonnen. Und wie? Nicht indem sie sich verstellt haben. Nicht indem sie diesen Filter hier oben im Kopf geglaubt haben. Und gesagt, oh, ich bin nicht gut genug. Nein, sie haben erkannt, dass sie es lernen können. Und du kannst es genauso lernen. Jeder Mensch kann lernen, wie du diese Filter ablegst, wie du etwas interessanter wirst, indem du an dich glaubst. Und das geht natürlich, indem wir dir ein paar Sätze mit an die Hand geben. Das ist nicht so wild. Aber diese Sätze, die du sagen kannst, ich gebe ja immer wieder auch Beispielsätze, ja, die du im Flirt anwenden kannst. Aber diese Sätze sind nichts weiter als Stützräder bei einem Dreirad. Ja? Die helfen dir, wieder Fahrradfahren zu lernen. Und so, oh wow, ich falle ja gar nicht hin. Ich habe hier ein paar Sätze, ein paar Beispiele, ja, quasi in einem Leitfaden, an dem ich mich orientieren kann. Und jetzt merke ich, jetzt kann ich ja auf einmal fahren. Und irgendwann brauchst du dann diese Stützräder nicht mehr. Das machen die Männer bei uns innerhalb der ersten 3 Wochen. Merken sie, okay, jetzt weiß ich, was ich alles so sagen kann, was ich alles erlaubt bin zu sagen, dass meine Gedanken gut genug sind. Und dann kommen sie darauf, dass sie schon längst alles in sich haben, was sie brauchen. Du hast schon längst alles in dir, was du brauchst. All das, was wir dir im Coaching beibringen, du wirst lachen. Du wirst danach selber Coach sein können. Weil die Sachen, die sind alle schon in dir. Ja? Wir kitzeln sie wieder aus dir heraus und wir zeigen dir, welche Dinge attraktiv an dir sind und welche Dinge du noch gar nicht wusstest, dass sie attraktiv sind, wenn du sie aber ins rechte Licht rückst. Da gibt es manche Verhaltensweisen, von denen wir gar nicht mal gedacht haben, als wir damals angefangen haben, Frauen selber, ja, ich persönlich, als ich angefangen habe, überhaupt mit Frauen zu reden und dass ich endlich mal diese eine Frau erobern wollte, in die ich verliebt war, da habe ich nicht mal dran gedacht, dass so etwas unattraktiv ist. Aber das war einfach nur ein Verhalten. Es war zum Beispiel, wenn du ganz, ganz lange Textnachrichten schreibst und sie schreibt dir nur eine Zeile zurück, ja, weil du sie überzeugen willst von dir. Da gibt es Millionen Beispiele für. Es gibt Dinge, die können wir dir geben, ja, was du konkret sagen sollst. Das machen wir bei den Flirt-Spezialisten. Wenn du wissen willst, welche konkreten Sätze du sagen kannst, um einfach mal das Gespräch anzufangen, um dann auch ins nächste Level zu gehen, um das Ganze sexuell einen sexuellen Spark da reinzubringen, dann gebe ich dir diese Sätze sehr gerne, gar kein Problem. Diese 1:1 Leitfäden, die kannst du sehen, um dann natürlich auch selbstbewusster mit Frauen umzugehen. Und das ist das eigentliche Ziel, dass du selbstbewusster mit Frauen wirst. Und das erreichen wir bei den Flirt-Spezialisten, das erreichen wir bei uns im Coaching. Klick einfach mal hier hin, schau auf der nächsten Seite, da kannst du dich informieren, schau dir dort das Video an, denn in dem Video erkläre ich dir ganz genau Step-by-Step, wie dieser Leitfaden funktioniert. Okay, Makako, gerne jetzt zum nächsten Geheimnis. Punkt Nummer 2.
Die meisten haben eine Fantasieliste von Anforderungen an einen Mann, halten sich aber im wirklichen Leben nicht wirklich dran. Die meisten Frauen haben eine geheime Anforderungsliste an Dinge, die sie attraktiv finden, aber sie halten sich nicht dran. Ha, well, das ist in der Tat gar nicht so verkehrt. Ja. Wie oft habe ich schon mit Frauen geredet, die mir gesagt haben, mit Frauen geredet, mit denen ich geschlafen habe, mit denen ich eine Beziehung angefangen habe, die mir dann später gesagt haben, du warst gar nicht mein Typ. Ja, am Anfang habe ich dich überhaupt nicht attraktiv gefunden. Keine Ahnung, wie wir hier gelandet sind. Das habe ich schon mehr gehört, als ich Körbe bekommen habe. Ich habe keine Ahnung. Dieser Satz ist so häufig, weil du tatsächlich nicht durch deinen ersten Eindruck die Frau von dir überzeugst. Deswegen denken ja Männer, dass sie gut aussehen müssten, dass sie hohen Status hätten, dass sie eine Rolex anhaben müssen oder sowas, weil der erste Eindruck ja so wichtig ist. So wie du aussiehst, das ist das Wichtige. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, das ist überhaupt nicht der Fall. Du kannst natürlich den Fuß in die Tür bekommen, wenn du genau ihr Typ bist. Nehmen wir mal an, sie steht auf den Rocker-Typ und du hast nun mal lange Haare und du hast ein Band-T-Shirt an von Metallica oder so. Dann hast du natürlich den Fuß in der Tür. Ja, das bist genau du. Dann hast du natürlich den Fuß in der Tür und dann denkt sie sich, oh, er ist genau mein Typ. Aber wenn du dann im Gespräch nicht frei und also frei reden kannst und dann auch souverän mit ihr umgehen kannst, also weil du keine Ahnung hast, wie Frauen ticken oder wie du mit ihr umgehen solltest, weil du nicht weißt, was du sagen sollst oder dich einfach nur zensierst, wieder diese Filter da oben hast, nicht an dich glaubst oder nicht in die Tiefe gehen kannst, weil du daran nicht glaubst, dass sie mit dir in die Tiefe gehen will. Wenn du all diese Fehler machst, dann ist es völlig egal, ob du ihr Typ warst oder nicht. Ja? Und genauso andersherum. Weil in dem Fall keine Persönlichkeit zeigst. Ja, die Persönlichkeit natürlich, die du nur zeigen kannst, wenn du selber auch glaubst, dass deine Persönlichkeit gut genug ist. Nur dann wird sie deine Persönlichkeit auch sehen, wahrnehmen. Das, was Frauen attraktiv finden, ist nicht ein bestimmter Persönlichkeitstyp oder ein bestimmter Typ allgemein oder das Aussehen von einem bestimmten Typen. Das, was sie attraktiv findet, ist, wenn du zu deinem Typen stehst und dir völlig egal ist, ob andere Menschen diesen Typen möchten oder nicht möchten. Das ist attraktiv. Das ist Selbstbewusstsein. Ja, wenn du irgendeine Umfrage machst, worauf Frauen am meisten stehen, dann wirst du, egal wo, in welchen Ländern, wirst du immer diese zwei Sachen hören. Er muss selbstbewusst sein und er muss Humor haben. Das ist alles. Das sind die wichtigsten Dinge. Und das ist in der Tat das, worauf sie am meisten achtet. Aber beide Dinge, selbstbewusst und Humor, kannst du gar nicht beim ersten Eindruck rüberbringen. Das sind die Dinge, die sie erst danach kennenlernt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Frau kennenlerne oder eine Frau überhaupt in den Raum betritt, ich bin auf irgendeiner Tagung oder irgendeinem Event oder mache ein neues Hobby, bin beim Salsa-Tanzen, beim Yoga, wo auch immer. Und da kommt eine neue Frau oder ich bin dann zum ersten Mal. Ich habe die Ruhe weg, weil ich genau weiß, mein Aussehen, das wird nicht der ausschlaggebende Grund sein, warum ich jetzt mich mit ihr treffen werde. Ich weiß genau, ich habe alle Zeit der Welt. Also bin ich entspannt. Ich werde nicht die ganze Zeit zu ihr rübergaffen. Ich werde nicht total nervös sein. Ich weiß nicht, was ich mit ihr besprechen soll. Ich werde sie ganz normal behandeln, weil ich weiß, ich habe Zeit und ich bin attraktiv. Und dadurch kommen wir in Gespräche, sind ganz locker. Sie weiß ja auch, dass sie attraktiv ist. Attraktive Frauen wissen, dass sie attraktiv sind. Ja? Jeder Mensch hat seine Zweifel. Verstehe mich nicht falsch. Sie wird ebenfalls in manchen Momenten an sich zweifeln. Und genau da können wir einander helfen. Das ist das Gesündeste an einer guten Beziehung, ist, wenn wir uns gegenseitig durch diese Momente des Zweifels auch durchbringen. Ich habe neulich im Coaching, haben wir daran geübt, die Männer, die sind ja schon auf dem Level 9 von 10, wie sie mit Frauen connecten. Das sagen ja auch die Frauen immer wieder auf ihren Dates bei uns im Coaching, ja, die Männer. Dass sie zum Beispiel, die Frau, die gibt oft so eine Art von Feedback wie, ich habe noch nie mit einem Mann so ein tiefgründiges Gespräch geführt wie mit dir. Oder ich habe noch nie mit jemandem mich so sehr connected gefühlt wie mit dir. Aber das ist alles noch eine 9 von 10 und wir haben da an einer 10 von 10 gearbeitet. Und eines der Dinge, woran wir dabei gearbeitet haben, war dieses Gefühl, dass ihr gemeinsam als Team ihr Bestes wollt. Gemeinsam als Team. Weil es ist ein Unterschied, ob du mit ihr so redest, um sie kennenzulernen. Also wenn du vollen Fokus auf sie hast und du sie wirklich kennenlernen möchtest, weil du wissen willst, wer sie ist und dabei selbstbewusst bist. Das ist super. Aber noch besser, ein Level weiter, ist, wenn du schon längst davon ausgehst, dass ihr ein Team seid. Dass ihr zusammen seid. Ja? Einer der kraftvollen Sätze, die du denken und verkörpern kannst, ja, wenn du mit ihr sprichst, wenn du vor ihr stehst,
wenn du grundsätzlich gerade in ihrer Nähe bist, ja, und diese Wirrblase um euch herum gerade entsteht, weil sie nur noch Augen für dich hat, du nur noch Augen für sie hast, ist, wie können wir uns gegenseitig verführen? Das ist ein gemeinsamer Prozess. Das ist nicht nur, was muss ich alles machen, um sie zu verführen. Das ist ein gemeinsamer Prozess. Ihr seid ein Team. Und dann kannst du unter anderem tatsächlich auch mal diese Frage stellen. So, wie verführen wir uns gegenseitig? Das ist sehr advanced so. Ich würde dir jetzt nicht sofort raten, am Arbeitsplatz dieser Frau direkt das zu sagen. Da gehören ein paar Schritte davor dazu. Ja? Deswegen haben wir diesen Leitfaden, den wir dir beibringen. Die Männer, wie gesagt, die sind ja schon sehr advanced. Aber bitte, ja, was wolltest du sagen, Makako? Ah, du hast vergessen zu sagen, dass dieser Prozess, so in die Tiefe zu gehen, eine Frau oder sich gegenseitig kennenzulernen, nicht unbedingt viel, viel Zeit benötigt. Also das ist ein Prozess von mehreren Wochen sein. Nö, nee, richtig. Das geht innerhalb von einem Date, das halbe Stunde. Von Minuten. Ja. Direkt beim Kennenlernen kannst du in die Tiefe gehen. Wenn du schon längerer Zuschauer bist, dann weißt du, wie viele Videos ich schon darüber gemacht habe, wie schnell du mit Frauen in die Tiefe gehen kannst. Ja, ist tatsächlich überhaupt nicht die verrückte Challenge, wie viele so glauben. Ja, es ist tatsächlich möglich, innerhalb von 10 Minuten die Essenz von ihrer Seele, das hört sich vielleicht etwas überheblich an oder übertrieben an, aber es ist wirklich wahr, die Essenz ihrer Seele, ihres Seins, wer sie wirklich ist, so zu erfahren, so kennenzulernen, so zu durchdringen, dass du genau spürst, was für eine Art Mensch vor dir da steht und ob ihr zusammen klickt, ob ihr zusammen eine Zukunft hättet oder nicht. Ja, ob ihr zum Beispiel für immer gute Freunde sein werdet oder eine heiße Affäre werdet oder sie die Frau deines Lebens wird, das kannst du innerhalb von 10, 20 Minuten kannst du das herausfinden, ja. Natürlich nicht mit einer 100%igen Sicherheit, aber die Herausforderung, die meisten Männer glauben, das geht erst nach Wochen oder Monaten oder Jahren der Beziehung, komplett übertrieben, ja. Also du kannst wirklich die Grundzüge des Charakters, die Dinge, die wirklich wichtig sind, um herauszufinden, ob ihr überhaupt eine Zukunft miteinander haben werdet, kannst du direkt schon beim ersten Date klar machen. 100% garantiere ich dir, schwarz auf weiß. Gibt es einen ganzen Leitfaden dazu, ist die Entdecker-Methode. Bringen wir dir bei, überhaupt kein Problem. Ja. Kannst du sogar schon beim Chatten auf Tinder beginnen, ja, diesen Prozess. Das nennen wir Filterfragen. Du filterst nach deinen Werten, um herauszufinden, ob sie zu deinen Werten passt. Aber das machen wir dort. Ja. Bitte, Makako. Die Essenz ihrer Seele. Das gefällt mir. Das drücke ich mir jetzt aus und klebe es an die Wand. Finde ich gut. Die Essenz ihrer Seele. Nee, ich mag sowas. Okay, Punkt Nummer 3. Viele Frauen mögen das Gefühl, sich für einen Mann ins Zeug zu legen, den sie erobern wollen. Das ist ein sehr schöner Punkt. Das hat direkt mit diesem gemeinsamen Verführen zu tun. Ja? Viele Frauen wollen gar nicht, dass du die ganze Arbeit machst. Was sage ich, viele Frauen? Fast alle Frauen wollen gar nicht, dass du die ganze Arbeit machst. Und die Frage kannst du direkt an dich zurückstellen. Würdest du wollen, dass sie die ganze Arbeit macht? Würdest du wollen, dass sie, einfach mal ganz klassisch, dass wenn ihr dann zusammenkommt, vom allerersten Augenblick an, sie spricht dich an, sie sagt dir, dass sie in dich verliebt ist. Du bist dir noch gar nicht sicher, aber sie sagt es dir. Sie lädt dich auf ein Date ein, sie führt dich nach Hause, sie zieht dich aus, sie zieht dich ins Schlafzimmer, sie hat mit dir Sex. Sie gibt dir einen Verlobungsring, sie macht den Antrag, sie bringt dich zu ihren Eltern, sie führt dich von A nach B, sie sagt, was ihr essen werdet, sie sagt, wie die Kinder heißen werden, sie bestimmt, wo ihr wohnen werdet, wie groß das Haus ist, sie bestimmt alles, sie sagt, was im Haus überall zu finden ist und was auf dem Fernseher ist und ob die Topfpflanze da auf deinen Stereoboxen ist oder ob du überhaupt Stereoboxen dort haben wirst. Sie sagt dir, wo es lang geht, von A bis Z. Würdest du das wollen? Der ein oder andere sagt vielleicht ja. Okay. Dann wünsche ich dir alles Gute. Jeder Topf kann auch seinen Deckel finden. Das wissen wir ja. Das zeigen wir ja jeden Tag. Jeder Topf findet wirklich seinen Deckel bei uns im Coaching. Aber die meisten wollen das gar nicht, dass du alles serviert bekommst auf ein Silbertablett von ihr. Und so ist es auch bei Frauen. Es ist ein gemeinsamer Prozess. Du willst ja auch, dass der andere sich für dich ins Zeug legt. Nur dann könnt ihr eine Beziehung auf Augenhöhe führen. Nur dann weißt du, dass du nicht hier unten begonnen hast, versucht hast, sie von unten zu überzeugen von dir. Bitte, bitte, werd doch meine Freundin. Und sie dann
gesagt hat, na gut, okay, ich lasse mich mit dir ab, ich gebe mich mit dir zufrieden. Das wäre überhaupt keine gesunde Beziehung. Aber ich weiß, viele Männer hatten solche Beziehungen in der Vergangenheit. Das sind genau die Beziehungen, die dann auch in die Brüche gegangen sind. Nein, das Ziel ist, dass ihr auf Augenhöhe euch genauso füreinander entscheidet, wie du sie willst und sie dich will. Das bedeutet, es ist ein gemeinsamer Prozess. Ihr verführt euch gegenseitig. Selbst nach, ich bin ja jetzt mit meiner Lebenspartnerin schon 8 Jahre zusammen. Verführung ist eines der Kernelemente von unserer Beziehung, warum wir jetzt immer noch zusammen sind. Weil wir darauf Acht geben, dass wir uns jeden Tag oder jeden zweiten Tag, aber egal in welcher Instanz, tatsächlich auch jeden Tag, einander verführen. Sie mich und ich sie. Wir geben uns Mühe. Ja? Sowohl ich als auch sie. Und das ist, wonach du Ausschau halten solltest. Frauen wollen nicht, dass du alles machst, aber die meisten Männer denken das. Und das ist nun mal auch eine Wahrheit. Wenn du sie wie einen Star behandelst, dann wird sie dich wie einen Fan behandeln. Ja, ich wiederhole nochmal. Wenn du sie wie einen Star behandelst, also ihr alles recht machst, und sie fragt, was sie möchte und egal, was sie sagt, jede Meinung, die sie hat, findest du einfach nur toll. Ah, wow, okay, ah, oh, du warst da im Urlaub, okay. Ach, und dann hast du das geschaut, okay, das ist deine Lieblingsserie, okay, ja, verstehe ich, das ist eine tolle Serie. Wenn du alles an ihr toll findest, dann wird sie das merken, dass du sie wie ein Star behandelst und sie wird anfangen, dich wie ein Fan zu behandeln. Ja? Sie wird dann höflich zu dir sein, aber ihre Distanz wollen. Kein Mensch will eine Beziehung, die nicht auf Augenhöhe ist. Wir wollen alle eine Beziehung auf Augenhöhe. Das ist, was sich gut anfühlt. Das ist dieses Teamwork. Das ist, warum du und deine Freunde so dicke Freunde seid. Weil keiner hier über dem anderen steht. Wenn das so wäre, dann wäre das keine gesunde Beziehung. Dann würdest du Abstand von diesen Menschen wollen. So ist es auch in der Liebe, mein Lieber. Es gibt so viel Irrglauben, so viel Bullshit da draußen, der dir versucht zu verklickern, dass traditionelle Rollen ein Revival haben und dass du als Mann sagen musst, wo es lang geht und so weiter und so fort. Dazu sage ich nur eine Sache. Die kleinen Momente, wo der Mann tatsächlich einen kleinen Impuls gibt, die kann ich an einer Hand abzählen. Ja, das ist zum Beispiel, dass du auf sie zugehst. Das ist zum Beispiel, dass du sexuelles Interesse zeigst. Dass du ihr zum Beispiel ein Kompliment gibst. Das ist zum Beispiel, dass du sie irgendwann an die Hand nimmst, dass du ihre Hand berührst. Das ist zum Beispiel, dass du zum Kuss ansetzt. Das sind diese kleinen Momente des Impulses, wo du tatsächlich gefragt bist. Wo tatsächlich die meisten Frauen auch erwarten, dass der Mann Interesse zeigt. Dass er zeigt, dass er an ihr interessiert ist. Ja? Wenn du die ganze Zeit nur so tust, als wärt ihr befreundet und du machst keine Vorwärtsbewegung, du versuchst sie nicht zu verführen, du versuchst ihr nicht irgendwie zu zeigen, dass du Interesse an ihr hast, dann wird sie irgendwann auch traurig sein und sagen, okay, dann er will mich wohl nicht und dann gibt sie auf. Das ist schon so oft gesehen und so oft erlebt. Das ist tatsächlich super traurig, weil der Mann mag sie, die Frau mag ihn, aber er macht überhaupt keine Anstrengungen, ihr zu zeigen, dass er auf sie steht und dann ist sie enttäuscht und denkt sich, na gut, okay, dann wenn er mich nicht mag, dann gebe ich es halt jetzt auf und werd mein Herz wieder anderen Männern öffnen. Ja, es ist tatsächlich... Männer, die sich selbst in die Friendzone schießen. Ganz genau. Du hast dich dann selber in die Friendzone begeben. Also die Momente, wo du tatsächlich einen kleinen Impuls geben solltest, die lässt sich an einer Hand abzählen. Es ist vielmehr so wie beim Tanz. Ja, beim Tanz zwischen Mann und Frau, da führt tatsächlich auch der Mann. Aber der zerrt sie nicht, der zurrt sie nicht, der zieht sie nicht hin und her. Das ist kein dominantes Führen, was du da machst. Es wird nicht funktionieren. Beim Tanz gibt es ganz kleine Impulse. Kleinen Impuls, dass wir hierher gehen. Kleiner Impuls hier, jetzt kannst du dich drehen. Das sind kleine Impulse, die du ganz sachte geben kannst, wodurch sie sich auch wohl in deinen Armen fühlt. Wodurch sie dir auch vertrauen kann, dass du sie nicht ausnutzt, sondern dass du mit ihr respektvoll umgehst. Ja? Frauen wollen nicht einfach nur jemanden haben, der geil aussieht, flirty ist, attraktiv ist. Frauen wollen dir auch vertrauen können. Und du musst ihnen zeigen, dass du vertrauenswürdig bist. Du musst auch ihnen vertrauen können. Wenn du ihr nicht vertrauen kannst, wenn du jetzt die Frau, in die du verliebt bist, nehmen wir an, du bist gerade verliebt in eine Frau und du hast noch überhaupt nicht herausgefunden, aus welchem Holz sie wirklich geschnitzt ist. Du kannst ihr gar nicht wirklich vertrauen. Du willst ihr vertrauen, aber du kannst ihr noch nicht vertrauen. Dann ist das überhaupt keine Basis für ein Kennenlernen. Find es doch erstmal heraus, aus welchem Holz sie geschnitzt ist, ja? Auf Augenhöhe. Alright, bitte, Makako. Okay, Punkt Nummer 4. Die meisten Frauen lieben Sex.
aber sie halten sich aus verschiedenen Gründen zurück und zeigen es nicht. Thema Vertrauen, da haben wir es. Ja? Sie zeigen es nicht, weil sie nicht darauf vertrauen können, dass der nächste Mann sie nicht vielleicht genauso bloßstellen wird, wie sie es schon mal erlebt hat. Ja? Jede Frau hat so eine Story im Petto, dass der Mann dann sie nicht loslassen konnte, immer wieder versucht hat und sie hat ihm schon mehrere Abweisungen gegeben, aber er will es einfach nicht verstehen. Oder er kommt sogar zu ihrem Arbeitsplatz, hat er irgendwie herausgefunden, wo sie arbeitet, wo sie wohnt, steht vor ihrem Fenster, lässt nicht los, bombardiert sie mit Textnachrichten. Also solche Sachen haben Frauen einfach alle schon mal erlebt, entweder an ihrer eigenen Haut oder von einer ihrer besten Freundinnen. Es ist nicht leicht, als Frau Männern zu vertrauen, und das ist nicht die Schuld von Männern. Ja, das ist nicht deine Schuld. Und ich würde niemals sagen, es ist ein Geschlecht, ist mehr Schuld als das andere. Kompletter Schwachsinn. Es ist nun mal de facto einfach so, dass wir alle Angst haben davor, mutig zu sein. Angst haben davor, eine Zurückweisung zu bekommen. Und aufgrund dieser zwei Ängste, die Angst vorwärts zu gehen und die Angst, wieder einen Schlag von vorne zu bekommen, bewegen uns alle nicht vom Fleck. Ja. Frauen haben Angst vor dem nächsten Mann, der vielleicht ihr Traummann sein könnte, und gehen nicht auf ihn zu. Ja. Nehmen wir an, das ist auf der Arbeit, sie geht nicht auf dich zu, weil sie Angst hat, dass sie dann von allen anderen bloßgestellt wird, dass sie dann die Büromatratze oder sowas als sowas gelten wird. Das will keiner. Ja. Das ist demütigend. Und deswegen hält sie sich zurück und wartet darauf, dass du den ersten Schritt machst. Und du hast Angst, auf sie zuzugehen, weil du nicht von ihr eine Abweisung haben möchtest, weil du nicht diese Blamage haben willst, weil du nicht weißt, was du sagen sollst. Und dann bewegt sich keiner vom Fleck. Jeder hat Angst. Mann hat Angst, Frau hat Angst. Angst ist der Feind. Sie ist nicht der Feind, du bist nicht der Feind. Angst ist der Feind. Wir müssen kollektiv erkennen, dass diese Ängste, die uns unser Leben lang kontrolliert haben, das Problem an der Sache sind. Du bist schon längst gut genug. Sie mag dich auch. Du hast dich noch nicht getraut. Das ist das Problem. Es ist die Angst, die dich zurückgehalten hat. Ich helfe dir sehr gerne, aber ich helfe dir dabei eigentlich nur, dass du dir selber wieder vertraust. Und dann wird es dir auch sehr leicht fallen, Frauen zu vertrauen. Ja? Du hast es verdient, mein Lieber. Und du kannst es lernen. Flirten ist keine wilde Sache. Ja? Das lernen die Männer bei uns innerhalb der ersten 3 Wochen, das Flirten. Und dann kommen wir auf die viel schöneren Dinge. Wie du in die Tiefe gehst, wie du mit ihr in eine Beziehung beginnst, wie diese Beziehung von Anfang an so fruchtbar ist, dass ihr für den Rest eures Lebens zusammen sein könnt. Weswegen viele Teilnehmer bei uns, die ihre Partnerin gefunden haben, jetzt schon mehrere Jahre mit ihr zusammen sind. Ich wurde schon persönlich eingeladen auf Hochzeiten. Ich habe Fotos bekommen, wo die beiden jetzt ein Kind erwarten. Das sind Dinge, die sie bekommen haben, weil sie von Anfang an darauf geachtet haben, dass sie auf Augenhöhe mit ihrer Partnerin kommuniziert haben. Ja. Das ist ein respektvoller Umgang. Respektvoller Umgang bedeutet nicht, ich mache alles, was du willst. Respektvoller Umgang bedeutet, ich erwarte auch den Respekt zurück. Ja. Und deswegen werde ich mich für dich interessieren. Ich werde hier und da kleine Impulse geben, weil es mein Job ist. Ja, ich werde auf dich zugehen, werde dir auch ein Kompliment machen. Ich werde ehrlich sein mit meinen Bedürfnissen. Und das ist die Basis dafür, dass ihr euch wirklich auf Augenhöhe begegnet. Ja. Ich habe jetzt das Geheimnis total vergessen, um das es ging. Aber ich glaube die wichtigste Wahrheit haben wir jetzt trotzdem beleuchtet. Richtig. Es ging, ist auch wurscht. Ich glaube, dass Frauen auch aus Sex stehen und das aber nicht zeigen. Du hast es ja schon beantwortet. Richtig, ja. Frauen stehen total auf Sex. Weißt du eigentlich, wie viele Nervenenden da an der Klitoris und im Intimbereich sind? Das sind viel, viel mehr Nervenenden als bei Männern. Das sind also ich zähle immer richtige, noch. Richtige Ekstasen, die Frauen erleben, die sind. Wie ist es bei uns Kerlen? Bei uns Kerlen ist es so. Oh. Vielleicht ein bisschen stärker als das, aber nicht mehr. Ja, bei uns ist es mehr so ein, okay, endlich Druck ablassen. Bei Frauen geht das minutenlang teilweise. Okay, minutenlang, das ist dann schon ein seltenerer Fall, aber auch möglich. Aber das geht viel länger als bei uns. Warum wohl? Weil Frauen es viel mehr genießen. Deswegen genießen sie auch den Aufbauprozess dahin. Deswegen wollen sie auch nicht, dass du sofort mit ihnen schläfst, weil dann würde ja das ganze Vorspiel fallen gelassen werden. Und das Vorspiel ist super schön. Das Vorspiel fänden wir auch schön, wenn wir während dem Vorspiel auch viel mehr Bestätigung bekommen würden, wie sehr sie uns mag, wie heiß sie uns findet. Dann würden wir das Vorspiel auch viel mehr feiern. Ja, und das Vorspiel beginnt schon beim ersten Flirt, beim ersten Kennenlernen, beim ersten Hallo beginnt tatsächlich das Vorspiel. Deswegen ist Sex
nur eine natürliche Folge von einem Flirt, wo zwei Menschen miteinander auch schlafen können. Ja? Wenn sie Single ist, wenn du Single bist, wenn ihr es beide könnt, dann ist Sex nur die natürliche Folge davon. Wenn ihr aufeinander steht und miteinander flirtet, dann passiert das. Ja? Natürlich musst du wissen, ja, wie du das passieren lässt. Sex geschieht hier oben. Sex passiert hier oben als erstes, ganz genau. So, sexuelle Energie beim Flirt aufzubauen, das ist das A und O, wenn du eine sexuelle Spannung untereinander aufbauen möchtest. Wenn ihr miteinander dann auch in die Kiste springen sollt, dann musst du vorher schon damit beginnen, dass diese sexuelle Spannung schon da ist. Ja? Das machen wir im Flirt. Aber damit sie dann auch mit dir schlafen möchte, dazu braucht sie Vertrauen. Dazu musst du dir vertrauen können. Dazu musst du auch ihr vertrauen können, Vertrauen schenken. Okay, was ist der nächste Punkt? Oder der letzte Punkt, wir sind schon beim letzten. Der nächste und letzte Punkt, ja genau. Viele Frauen wollen lieber angesprochen werden, als selber die Initiative zu ergreifen. Aber sie senden ihm Signale. Das stimmt, ja. Da haben wir wieder diese Impulse, ja. Was der Job des Mannes ist, was der Job der Frau ist. Ich sage nicht, dass Frauen nicht auch die Impulse senden können, aber das Ding ist, die meisten Frauen senden dir schon längst Impulse. Sie senden dir schon längst Signale. Die meisten Männer sehen sie nur nicht, ja. Frauen sind sehr gut darin, unter dem Radar das Interesse von einem Mann auf sich zu ziehen. Die schauen immer wieder zu ihm, sind oft in seiner Nähe, ja, stellen ihm eine Frage, wollen vielleicht ein Feuerzeug, all diese klassischen Dinger. Das sind alles Signale, mit der sie dir zeigen möchte, red doch mit mir, ich interessiere mich für dich, komm, red mal mit mir. Ja? Natürlich wirst du dann nicht sofort, wenn du eins dieser Signale siehst, dann wissen, was von Anfang an du bis Ende sagen sollst. Es sind nur kleine Hilfestellungen. Vielleicht kommt ihr dann gut ins Gespräch, vielleicht klickt es ja beidseitig, vielleicht auch nicht. Dann ist es okay, dann liegt es genauso wieder an dir, die Unabhängigkeit zu haben, zu sagen, ist alles gut, ich wünsche dir alles Liebe, ja, war schön, dich kennenzulernen. Das ist auch wichtig. Aber wir beide, Mann und Frau, wir haben den Job in der Verführung, nicht einfach nur tatenlos dazustehen und alles über uns geschehen zu lassen. Wir müssen uns beide gegenseitig verführen. Aber du darfst jetzt nicht den Fehler machen und sagen, okay, aber dann soll sie doch mal etwas tun. Weil sie tut es schon längst. Du siehst es wahrscheinlich nur nicht. Und wahrscheinlich hast du dich noch nicht getraut, deinen Job zu machen. Also hast du auch kein Recht, über sie zu meckern. Ja, sehe ich sehr oft. Sehe ich sehr, sehr oft, gerade in den Kommentaren auf YouTube. Okay? Das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Du hast genauso Liebe verdient wie jeder andere hier auch. Und du bist auch liebenswert. Aber du musst es selber erst erkennen. Ja, du bist gut, wie du bist. Ja. Das haben wir am Anfang gesagt, sagen wir jetzt nochmal. Du bist gut, wie du bist. Du brauchst nur ein paar Impulse zu setzen, um einen Schritt weiter zu kommen. Ja, mein Lieber. Vielleicht sogar einen zweiten Schritt oder einen dritten 100%. Ja. Bis zum letzten Schritt. Bis zum letzten Schritt, ja. Der hoffentlich erst, wenn ihr schön alt und grau werdet, irgendwann kommen wird. Ihr seid ein Team, ja. Übrigens möchte ich mich einmal bei euch bedanken für jeden, der hier schon seit Monaten oder Jahren schon hier diesen Kanal anschaut und immer fleißig kommentiert und liked. Das ist super, super cool. Ich bedanke mich wirklich herzlich, weil das bringt diesen Kanal weiterhin auf diesen Level, wo wir überhaupt sind, dass wir euch Videos zeigen können. Das heißt, wenn du uns unterstützen möchtest, wenn du jetzt sagst, hey, ein Coaching ist noch viel zu viel für mich, ich habe nicht das Geld, um jetzt direkt ein Coaching zu beginnen, dann zeig einfach deine Unterstützung mit einem Like. Das würde mich mega freuen, wenn wir auf dieses Video 300 Likes bekommen würden. Das wäre doch ein schönes Geschenk, ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk. Ja, und vor allen Dingen auch gerne Kritik. Wir nehmen Kritik sehr, sehr gerne an. Wir nehmen alles gerne an, sofern es von Herzen kommt, nehmen wir alles gerne an. Und genau so solltest du auch mit Frauen umgehen, denn wenn es von Herzen kommt, dann hast du nichts zu befürchten. Ja, wir alle fliegen irgendwann mal auf die Schnauze, das gehört dazu. Aber wenn du nicht auf andere zugehst, wenn du nicht den Mut hast, aus dir herauszukommen, dann wirst du all die schönen romantischen Geschichten niemals schreiben können. Dann wirst du niemals erleben, wie schön es ist, mit ihr einzuschlafen, mit ihr gemeinsam darzulegen und über eure Zukunft zu sinnieren, über eure Kindernamen zu fantasieren, über die Länder, die ihr noch besuchen wollt. Wenn ihr gemeinsam da liegt und einfach nur in euren Armen euch zu Hause fühlt, gegenseitig. Das sind Dinge, die du alle verpasst. Ja. Ich wünsche sie dir. Und ich weiß, dass du sie auch erreichen kannst, weil das kann jeder lernen. Das zeigen wir jeden Tag. Jeder kann es lernen. Wenn du möchtest, dass ich dir zeige, wie du das lernst, dann komm auf www.interessewecken.de, klick hierhin
und schau dir das Video auf der nächsten Seite an, denn dort erfährst du alles, wie wir gemeinsam bei den Flirt-Spezialisten arbeiten und wie du in jeder Situation wissen wirst, was du ab sofort sagen sollst. Garantiert.